In diesem Video bestimmen wir die Stammfunktion des natürlichen Logarithmus. Und wir benutzen dazu eine Technik, die auf dem ersten Blick nicht so richtig geeignet erscheint, und zwar die partielle Integration. Gucken wir das einmal an. Wir suchen das Integral von ln x, also Stammfunktion von ln x, also des natürlichen Logarithmus. Und auf den ersten Blick sieht man gar nicht, dass man da überhaupt was mit der partiellen Integration werden kann, weil die partielle Integration ja eigentlich für Produkte ist. Wenn man aber nochmal genauer hinguckt, sieht man, dass wir auf der linken Seite der Regel hier, die habe ich hier nochmal aufgeschrieben, dass wir auf der linken Seite der Regel, dass wir da eine Funktion g von x haben. Auf der rechten Seite im Integral taucht sie wieder auf, mit der Idee, dass sie auf der rechten Seite dann abgeleitet auftaucht, also als g' von x. Und im Idealfall wird sie einfacher durch das Ableiten. Und wenn man diese Idee so ein bisschen im Kopf hat, und sich überlegt, dass wir von dem natürlichen Logarithmus schon die Ableitung kennen und dass es 1 durch x ist, kann man einfach mal probieren, was passiert, wenn wir diese Regel benutzen, um die Stammfunktion von ln x zu bestimmen. Was wir dafür aber brauchen, ist auf jeden Fall, wir brauchen das Ganze in Produktform. Das ist aber gar nicht so schwierig. Wir schreiben das Integral einfach um und im Integranten machen wir statt ln x ein Produkt daraus. Wir nennen das 1 mal ln x. Und schon haben wir ein Produkt. Und dann können wir die Regel für die partielle Integration anwenden. Und tatsächlich ändert sich natürlich der Integrant nicht, weil ln x natürlich ist gleich wie 1 mal ln x. So, machen wir jetzt einmal die Zuordnung. Vom natürlichen Logarithmus wissen wir nichts. Wir kennen aber seine Ableitung. Das heißt, hier würde es sich anbieten zu sagen, okay, das ist unsere Funktion g von x, die wir mithilfe der Regel hinterher einmal in abgeleiteter Form nochmal haben. Das soll also unser g von x sein. Wenn das g von x ist, dann muss das hier, diese 1, das muss dann f' von x sein. Und dann können wir auch schon die Regel zur partiellen Integration anwenden. Wir brauchen also die Stammfunktion von f' von x, also Stammfunktion von 1, das ist aber x, mal jetzt die zweite Funktion g von x, da passiert, ändert sich nichts, das ist also in dem Falle ln x. Und ich schreibe nochmal drunter, was was ist, damit man die Übersichtlichkeit hat. Also das ln x, das ist weiterhin unser g von x. Und das x, das ist unsere Stammfunktion zu 1, also unser f von x. So, dann machen wir weiter mit der Regel. Minus und jetzt dem Integral von. Wir haben jetzt f von x mal g' von x. F von x ist immer noch unser x mal, und jetzt brauchen wir die Ableitung von ln x. Und die Ableitung von ln x ist 1 durch x dx. So, ich schreibe das einmal wieder drunter, was was ist, wenn man eine Übersicht behält. Also das x, das ist unser f von x. Das 1 durch x, das ist die Ableitung des Logarithmus, also unser g' von x. Und wenn man jetzt scharf hinguckt, sieht das Ganze schon deutlich einfacher aus, weil sich nämlich das x gegen das 1 durch x, das kürzt sich heraus. Das heißt, wir können das Ganze aufschreiben als x mal ln x minus dem Integral der 1-Funktion dx minus, und das ist nichts anderes als x mal ln x minus x plus c. Und damit haben wir die Stammfunktion des natürlichen Logarithmus gefunden.